Ja, wir sind wieder zurück beim Let's Play FIFA 14. Und ja, es hat sich was ereignet, denn nämlich hat die Chef-Physiotherapie bei uns, oder halt das Ärztestab, gesagt, dass alle Spiele wieder fit sind. Also unglaublich. Dani Alves kann wieder spielen, Samuel Eto'o kann wieder spielen, Vian auch wieder fit. Das sind doch richtig gute Neuigkeiten. Und ja, wir sind etwas nach vorne gerutscht und können jetzt nochmal vielleicht einen an anderen Platz gut machen. Ja, besonders liegt das Augenmerk natürlich wieder auf Samuel Eto'o. Vian ist diesmal noch nicht, auch nicht auf der Bank dabei, weil seine Energie ist irgendwie null, also keine Ahnung. Scheint sie noch nicht ganz erholt zu haben oder nicht wieder Kräfte gesammelt haben. Hat nicht die Kräfte wieder gesammelt, was weiß ich wieder. Ja, und ich glaube aber, dass Samuel Eto'o ein paar starke Punkte verloren hat, weil er hat nur noch eine Stärke von 83. Ich weiß nicht, ich glaube, der hatte eine bessere Stärke. Aber mal gucken. Er darf auf jeden Fall wieder spielen und wow. Schuss von Ashley Cole wurde abgefälscht. Aber es kommt jetzt wieder zu einer Ecke. Da haben wir doch super kopfballstarke Spieler. Dani Alves, da ist er wieder. Dani Alves. Frank Lampard, Dani Alves und da ist Ashley Cole. Ah, oh, der schießt Marco Reus an. Oh, schade. Wäre wahrscheinlich sehr gefährlich geworden, aber okay. Mal sehen, wie Eto'o sich jetzt schlägt. Sein Ersatz, Fernando Torres, hat sich eigentlich ziemlich gut geschlagen. Dann hätten wir auf jeden Fall wieder einen, der über die Zeit überbrücken kann, bis Samuel Eto'o wieder richtig auf der Höhe ist, wie er mal war. Oh, die Flanke war etwas schlecht platziert, da ist nämlich niemand. Oh, der Ball kommt da durch, da muss Petr Cech rauskommen. Macht das gut, aber wir sind jetzt endlich doch nochmal Besitz. Ball kommt auf Eden Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard. Super Schuss, super Tor, Eden Hazard. Super Solo von ihm. Und das ist natürlich ganz schwach von der Abwehr, dass sie ihn hier einfach so durchgehen lassen. Und dann ist das einfach ganz locker gemacht. Oh, Samuel Eto'o. Da wird es natürlich nicht zu riskant spielen. Nicht, dass er sich da wieder verletzt, aber na, wird schon. Marco Reus. Doppelpass mit Mata. Reus. Reus. Ach, ja, da kommt er nicht durch. Der Ball kommt da irgendwie noch durch, aber kommt wieder auf Hazard, die Flanke auf Mata. Super gemacht von Alaba, aber es reicht nicht ganz für die Balleroberung. Oh, da wird Eto'o angeschossen und setzt sich jetzt gut durch. Spielt den Ball erstmal sicher nach hinten. Ball auf Dani Alves. Dani Alves. Kommt nicht durch. Boah, wird da aber umgerannt wieder. Reus glitscht da noch am Boden. Wird da am Band. Sehen wir nochmal. Bleib liegen und guck mal, was der Schiedsrichter macht. Okay. Nice. Jetzt geht eigentlich auch viel über seine Seite. Oh. Alves legt sich den Ball zu weit vor. Und ja, David Luiz springt der Ball da leicht. Aber Chelsea bis jetzt noch sicher. Und jetzt direkt wieder Reus.
wieder im Vormarsch. Ball auf Dani Alves. Ach, der Pass sollte nicht da hinkommen. Ball auf Keitli. Ja, jetzt Alaba aber zur Stelle. Da geht's wieder nach vorne. Aber dieser Pass von Reus etwas unnötig. Marta macht auch weiterhin Druck. Es gefällt mir, wie die hier immer nachsetzen. Edu verliert den Ball. Schwacher Pass, aber der Ball kommt auf Hazard. Blöd, dass die Schüsse immer so unpräzise kommen, wenn sie einfach direkt genommen werden, obwohl es eigentlich so nicht unbedingt schwieriger ist zu treffen. Jetzt aber John Terry kommt da noch an den Kopfball. Ja, gibt Abstoß. Das Dux, die 65% Passgenauigkeit, das ist so wenig, hat ein Gegner von mir bis jetzt auch selten. Haben wir gut die Pässe abgefangen. Ah, okay, blockiert den City-Spieler da noch etwas, aber okay. Müssen wir nicht unbedingt pfeifen, aber ist jetzt relativ egal. Wir sind jetzt Eto'o noch nicht im Spiel. Oh, gefährlich. Zum Glück ist das abseits. Was? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Los, lasst, gib mir doch was an. Boah, der war nicht schlecht. Der Angriff. Dani Alves. Macht er gut, aber leider, der passt dann nicht präzise genug. Boah, was war das? Und wieso kann Marta den Ball nicht richtig annehmen? Alaba klärt den Ball wieder aus. Robert Huth. Adam. Cameron. Hoher Ball auf Penner, kommt nicht an. War sowieso auch abseits. Aber wieder mal miesem Wetter. Diesmal das Spiel auch nicht so furios, dass man das schlechte Wetter hier vergisst. Nur ein Tor bis jetzt in diesem Spiel. Aber Hauptsache die 3 Punkte. Aber es kann natürlich jetzt auch noch gut sein, dass wir Gegentor kriegen. Oh, vor allem wenn man sowas macht. Fehlpass von Davilou, aber Lampard passt zum Glück auf. Der Ball kommt da doch durch. Wieso wird da Reus im Rücken abgehalten? Das war genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Aber bei uns wird es natürlich nicht gepfiffen. Der Ball kommt nicht auf Reus, aber auf Lampard. Schuss. Ja, war nicht so gut. Naja, es geht in die Halbzeit mit einem knappen Führung. Samuel Eto'o noch nicht so richtig da, hat wenig Aktion und ich weiß ja gar nicht, wo er sich die ganze Zeit aufgehalten hat, also ja, muss man gucken, wie das mit ihm weitergeht. Stoke City reagiert direkt und bringt Asiadi für Penner, der vielleicht auch mal sichere Pässe spielen soll oder sich irgendwas so anbieten kann, damit das auch irgendwie noch was wird, weil mit einer Passgenauigkeit von 65% kommt man da, glaube ich, nicht weit. Oh, Marta! Zieht da direkt ab. Und wir kriegen auch noch einen Freistoß. Vielleicht mal wieder ein Freistoß-Tor. Lampard! Oh, schade. War immerhin gut platziert. Hätte vielleicht noch ein bisschen stärker geschossen werden müssen. Ball auf Eden Hazard. Mit Glück bleibt er am Ball.
Hazard. Ach, und dieser Pass, und dieser Schuss war nicht so gut platziert wie der zuvor. Auch wenn er da wieder freie Schussbahn hatte. Oh, Dani Alves kommt, verliert natürlich da das Kopfballduell. Gegen Peter Crouch war es, glaube ich, sogar. Das ist dann natürlich kein Wunder, dass er dieses Kopfballduell verliert. Oh, Eto. Schwach. Schon wieder Peter Crouch der Sieger, obwohl er noch nicht mal hochsteigt zum Kopfball. Das ist gefährlich. Peter Crouch mit einer Flanke. Die Welt steht auf dem Kopf hier. Jetzt macht es Dani Alves aber gut. Bin auch sicher. Pass auf David Alaba. Auf Mata, der grätscht am Ball vorbei. Schade. Dani Alves ist da. Gut, aber dann kommt direkt der Fehlpass zu Adam. Boah, zum Glück die Abwehr noch da. Muss den Ball jetzt irgendwie rausklären, aber da ist natürlich der kopfballstarke Peter Crouch. Gut, Eto'o erobert sich hier den Ball. Boah, der Ball wäre so perfekt gekommen. Aber leider kommt da noch ein City-Spieler dazwischen. Oh, Laufduell hier zwischen Hazard und seinem Gegenspieler. Oh, der kommt aufs kurze Eck. Also das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber es wurde trotzdem noch ziemlich gefährlich. Der Schuss von Mata. Hat der Torhüter wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet. Jetzt kommt Ethering. Verloren. Tightly, keine Ahnung. Und jetzt kommt der Ball da doch irgendwie ziemlich gut zu John Terry, aber der steigt irgendwie nicht hoch. Ja, der Ball kommt nicht durch, aber irgendwie Fehlpass. Wieder von Stoke City. Oh, schwach. Aber Chelsea immer noch am Drücker. Und Reus jetzt den Ball auch noch in die Hände bekommt. Und irgendwie einer der Chelsea-Spieler auch anspielbar wäre. Ja. Der Angriff ist wohl zu Ende. Aber, ja. Aber Stoke echt unsicher. Trotzdem können wir keinen Profit daraus schlagen im Moment, außer diesen einen Treffer. Juan Mata mit Cole und Reus. Ashley Cole mit der Flanke, die nicht ankommt. Und mit einem Fallrückzieher geklärt jetzt. Na, es wird mal Zeit zum Wechsel vielleicht. Dann kommt Schürrle. Und Torres vielleicht auch mal. Und jetzt heißt es mal wieder verteidigen, aber es hat sich jetzt ziemlich schnell erledigt. Und jetzt Marco Reus, Marco Reus. Und da ist Mata. Kurz vor seiner Auswechslung trifft er hier nochmal. 15 Saisontore. Super gemacht. Steht einfach richtig. Und Reus wird ebenfalls ausgerechnet. Also beide Beteiligten hier bekommen ihre Pause. Ja, ich sollte vielleicht nicht mal immer die Torschützen auswechseln. Nicht, dass die Spieler hier immer denken, wenn sie treffen, werden sie ausgewechselt. Aber das war jetzt reiner Zufall. Wobei ja Marco Reus ja kein Torschütze, aber trotzdem. Boah, Torres gleich, erste Chance. Wird doch mal noch zu Fall gebracht hier. Das sah mir so aus, als wäre da das klassische Bein gestellt worden. Stehen gelassen. Ah, oh Mann. Ich sollte mir vielleicht mal selber zuhören, wenn ich rede. Dass ich dann weiß, wie ich die Sätze vollenden soll, aber okay. Muss eben gucken, dass ich hier jetzt auch nichts Großes mehr zulasse. Aber mittlerweile haben wir eine 2-Tore-Führung. Die Flanke. Oh, schade. Da nimmt Eto'o den Ball nicht mehr entscheidend mit, um da noch was
reißen zu können. Oh, da wird es gefährlich. 3 gegen 3. Und David Luiz setzt sich aber zum Glück noch durch. Und da ist jetzt Dani Alves. Schirle. Auf Eto, Samuel Eto. Sieht wieder Schirle. Schirle. Ach. Oh, was ist da los? Durcheinander hier. Oh, zu spät reagiert. Da war er so frei. Ich weiß nicht, war es wieder Reus. Oh, Torres. Ach, der Doppelpass war etwas dumm. Hätte ein steiler Pass kommen müssen, weil Torres da schon durchgelaufen ist. Ach, also die Pässe gerade auf beiden Seiten nicht besonders gut. Torres setzt nach, holt sich ja auch wieder den Ball. Hazard mit Ashley Cole. Flanke kommt, aber wieder nichts dabei rausgekommen. Oh, super, David Luiz. Super Zweikampf, starker Spieler. Oh, ach Mann. Ballverluste ohne Ende auf beiden Seiten. Und jetzt dürfte das Spiel auch vorbei sein, ja. Ein verdienter Sieg. War etwas zäh das Spiel, aber trotzdem eine 2-0-Führung. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut.